Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch alle da draußen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 629. Ja, meine Lieben, ich begrüße euch heute direkt aus dem MAN raus. Ich habe mich bei dem Wetter nicht wirklich rausgetraut. Wobei es so von den Wolken her und so gar nicht so schlimm aussieht. Der Wind scheint wohl ordentlich zu pfeifen, aber ansonsten, naja, ihr seht es ja, es ist am Pieseln. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Ungarn. Die Führung wurde gestartet. Jawohl, Lisa, hallo. Und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Kilometer vor uns. Ich hoffe mal, dass wir den Rest der Strecke vielleicht in dieser Folge hinbekommen. Wir müssen uns natürlich überraschen lassen, das weiß ich meistens ja im Voraus ja noch nicht. Wir haben gut 10 Tonnen Äpfel geladen und die sollen wir in Raab bei einer Filiale von McDonald's abladen. Und ich bin mal gespannt, wie es dort aussehen wird. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, ne? Wie ich so gerne sage. Lassen wir uns das Ganze mal auf uns zukommen und dann schauen wir einfach mal, wie es aussehen wird. So, von links kommt so, wie es aussieht, nichts. Das ist sehr gut. Dann können wir ja direkt hier schon mal auf die Straße fahren. So. Natürlich auch heute die Kraft der Zentrierfeder an meinem Lenkrad. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich kann sie komischerweise gar nicht mehr verstellen. Dass ich echt ein bisschen lahm finde, weil ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann sie einfach nicht mehr verstellen. Es macht keinen Unterschied mehr, ob ich sie komplett auf 0% setze oder sie auf komplett 100% setze. Sie macht in diesem Spiel hier keinen Unterschied mehr. Und davon gehe ich aus, dass dann wohl das Problem irgendwie an diesem Spiel hier liegt. Ja, ist ein bisschen bescheiden, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, einfach nicht ganz genau weiß, was das Problem ist. Aber ich schätze mal, dass irgendwas in den Einstellungen oder so sich irgendwie beißt und sich nicht verträgt. Es ist natürlich super, super nervig. Aber ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mal diese Folge auf. Ich mache da mal ein Backup von meinen ganzen Dateien und dann installiere ich das Spiel nochmal neu. Vielleicht bringt das ja was. Mal sehen. Ich werde euch auf jeden Fall dann in der nächsten Folge davon erzählen. Definitiv. Ich könnte ja auch mal gucken, dass ich mal ein bisschen schneller werde jetzt hier langsam. Wir dürfen ja hier tatsächlich in Rumänien 80 fahren auf den Landstraßen, so wie es aussieht. Und ich gucke hier jetzt gerade mal mit 60 rum. Ja, und tatsächlich wird irgendwie mein Husten immer schlimmer. Was natürlich auch nicht so geil ist. Was ich gerade absolut nicht feiere, denn ich möchte nämlich am nächsten Wochenende, am Freitag, den 8. März, ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen, möchte ich einen Livestream hier mit ETS 2 machen und ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass es mir bis dahin vielleicht ein bisschen schlechter geht. Ich hoffe es natürlich nicht. Und ja, da müssen wir auch sehen, also die Zeit, die wird es uns dann schon verraten. Ob das dann klappen wird oder nicht. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal spätestens am Donnerstag, ich denke mal, dass ich das aber am Mittwoch schon machen werde, euch über den Community-Tab einfach Bescheid sagen werde, wann jetzt genau der Livestream nochmal startet und dass er dann startet oder halt eben nicht. Wie gesagt, ich muss dann einfach mal schauen, wie es mir im Laufe der kommenden Woche so geht. Dieses Video wird dann am Montag online gehen, genau. Das heißt, bis dahin sind dann auf jeden Fall nochmal 2 Tage. Ich bin aber guter Dinge. Ich glaube, es wird ganz gut gehen. Also ich fühle mich jetzt derzeit tatsächlich noch kein bisschen irgendwie groß schlecht. Es ist halt nur so ein bisschen doof mit dem Husten. Da werde ich mich dann halt ein paar Mal im Livestream auch wahrscheinlich stumm stellen. Ich werde es zumindest versuchen. Aber ich denke mal, abgesehen davon sollte es dann hoffentlich klappen. So. Wir haben noch knapp 660 Kilometer vor uns. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch doch tatsächlich recht gut Strecke zu machen. Müssen wir natürlich auch sehen, das Navi sagt, dass wir wohl gegen 3 Uhr in der Nacht ankommen werden. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich würde wahrscheinlich trotzdem gucken, dass wir irgendwo nochmal schlafen gehen. Und da wir jetzt schon 17.32 Uhr haben, wird das wahrscheinlich auch in den nächsten paar Stunden der Fall so sein. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. So, links ist alles frei, sehr schön. Jetzt abfahren. Das machen wir natürlich. Das ist auch echt eine ganz, ganz komische Sache hier mit diesem Lenkrad. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Das habe ich ja jetzt schon öfter gesagt. Das Gute oder das Lustige ist, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit jemandem über Steam darüber geschrieben, der auch meine Videos schaut. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Und er hat mir halt verraten, dass er eigentlich gar keinen Treiber mehr installiert hat und das Ganze auch so funktioniert und er halt einfach keine Probleme hat mit der Zentrierfeder. Wie gesagt, irgendwie glaube ich, dass wohl mit dem Updaten vielleicht irgendwas schief gelaufen ist und sich, wie gesagt, in den Einstellungen halt irgendwas beißt. Irgendwie ist das Spiel, ich weiß nicht, irgendwie mag das Spiel mein Lenkrad anscheinend nicht. Und es spielt aber mit demselben Lenkrad wie ich. Und deswegen finde ich das Ganze umso komischer irgendwie. Aber wie gesagt, ich werde definitiv dann nach dieser Aufnahme hier meine Dateien mal sichern und dann das Spiel tatsächlich mal sauber deinstallieren und dann wieder neu installieren. Mal gucken, ob damit dann vielleicht das Problem behoben wird. Ich hoffe es natürlich sehr, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann ansonsten mit meinem Latein so ein bisschen am Ende irgendwie. Sag mal, war da gerade nicht ein Schild mit 60? Das Navi sagt, dass ich trotzdem 80 fahren darf. Ich bleibe jetzt hier aber trotzdem bei 60. Ich mache vielleicht sogar ein bisschen langsamer. Die Kurve hier ist doch ein bisschen scharf. So, Lichter mal an, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Es nervt vor allen Dingen auch so ein bisschen, weil ich nicht mit einer Hand, also dadurch, dass die Kraft der Zentrierfeder doch recht, oh, da vorne ist der Fotopunkt, der Aussichtspunkt. Dadurch, dass die Feder doch relativ Kraft hat, sage ich jetzt mal, ist das natürlich so ein klein wenig bescheiden, weil ich nicht mal mit einer Hand die Kurven so geschmeidig fahren kann. Oh, das ist jetzt ein bisschen doof. Eigentlich dürfte ich hier nicht unbedingt links reinfahren, ne? Und die andere Frage, die ich habe, ist, ob ich überhaupt hier links reinkomme, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh Mann, das wird jetzt ultra hässlich hier. Das würde ich in echt niemals machen. Niemals. Aber ich will unbedingt diesen Aussichtspunkt mitnehmen. Das Problem, was ich jetzt nur habe, ist natürlich das eine, dass hier der Anhänger vielleicht hängen bleibt. Er höchstwahrscheinlich sogar hängen bleiben wird. Okay, an dem Schild kommen wir gerade noch so vorbei. Oh Mann, oh Mann. Oh, das war super eng. Das andere Problem ist, dass ich natürlich linksrum wieder raus muss, ne? Das heißt, in diese Richtung und hier dann rumzukommen, wird natürlich auch hässlich sein. Ja gut, es sieht dann tatsächlich hässlich aus, aber so ist es dann halt mal ausnahmsweise. So, wir holen uns jetzt aber hier diesen Aussichtspunkt, ja? Das machen wir jetzt erstmal. Und ich bin mal gespannt. Die Stadt Orshava. Von einer Stadt sehe ich tatsächlich noch nicht allzu viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das sind noch schöne Bilder, oder? Richtig schöne Kamerafahrten haben die hier teilweise. Vor allem, dass der LKW nochmal so schön in Szene gesetzt wird. Das ist richtig toll gemacht. Das ist gerade der Zug, der da wegfährt. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Geräusch hier? Das ist ja interessant. Oh, Schaber. Ja, genau. Da auf dem Schild steht Timișoara mit dabei. Da sind wir gerade auf die Richtung hin unterwegs. Wir müssen mehr oder weniger an Timișoara vorbei. Also man sieht hier tatsächlich nicht wirklich viel von der Stadt selber. Ich würde mal eher sagen, dass das wahrscheinlich sowas wie ein Hauptbahnhof ist vielleicht. Mit Anschlussstelle Hafen-Dings. Oh, hier, guck mal, das Bild ist doch toll. Hier, dreh dich mal um, da kannst du Fotos machen vom MAN. Jung, hier in ETS2 siehst du sowas nicht allzu oft. Vielleicht nehme ich das Bild als Thumbnail, mal gucken. Genau, so. Hier sind wir jetzt gerade, genau. Und hier haben wir Timișoara. Ne, warte mal, das ist Timișoara. Ist das nicht dasselbe? Timișoara und Timișoara, waren das dasselbe? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Müsste, glaube ich, dasselbe gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist schon zu lange her, das Ganze. Und da fahren wir ja, wie gesagt, in diese Richtung. Dann fahren wir hier endlich mal wieder auf eine Autobahn, so wie es ausschaut. Und dann fahren wir rüber nach Ungarn.
Dann geht es Richtung Budapest, am Budapest dann aber vorbei bis nach Raab. Und dann haben wir hier hinten ja den McDonald's. Und dort sollen wir die knapp 10 Tonnen Äpfel abladen. So, bevor wir das Ganze machen, muss ich jetzt erstmal schauen, dass ich hier wieder irgendwie links auf die Straße komme. Wie gesagt, in echt würde ich das Ganze natürlich nicht machen. Allein weil hier auch so eine durchgezogene Linie ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier wahrscheinlich linksrum gar nicht fahren dürften. Vor allem nicht unbedingt mit dem LKW. Das einzig Gute jetzt gerade tatsächlich an dieser Sache ist so ein bisschen, dass wir nicht unbedingt in der Kurve hier rumfahren. Also das heißt, die entgegenkommenden Fahrzeuge, die werden auf jeden Fall sehen, was ich hier gerade mache. So, jetzt sehe ich aber gerade, dass von hinten auch nochmal was kommt. Der bleibt stehen, ich hoffe. Nee, der bleibt doch nicht stehen. Es sah gerade so aus, als würde er stehen bleiben wollen. So, von vorne kam jetzt auch nichts mehr. Ich versuche jetzt einfach mal rumzuziehen hier. Das klappt doch wenigstens. Und das ist der Vorteil mit so einem Drehschemel. Gar kein Problem. So. Sah jetzt natürlich nicht besonders schön aus, aber alles für den Aussichtspunkt. Hätte ich mir natürlich auch sparen können, aber ich nehme die Dinger gerne mit. Ich gucke sie mir echt gerne an. Wie gesagt, die Kamerafahrten und so finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut gemacht teilweise. Richtig cool. Da wird der LKW auch schön in Szene gesetzt, wie gesagt. Und das mag ich dann doch. Bietet natürlich so ein bisschen Abwechslung, ne? Fahren wir wenigstens nicht die ganze Zeit nur stumpf durch die Gegend rum. Dann gucken wir uns auch mal gerne was an hier. Ja, doch, hier sind tatsächlich auch noch ein paar Wohnhäuser hier, okay. Und da drüben geht die ganze City noch ein bisschen weiter. Ich habe absolut keine Ahnung, was das hier für ein Gewässer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da absolut keinen Plan von. Aber sowas von überhaupt keinen. Laut dem Navi dürften wir hier auch mit 80 durchballern, aber das mache ich natürlich nicht. Definitiv nicht. Ich habe Angst vor Radfahren. Potenzielle Gefahr ist das definitiv. Dann allein natürlich hier die kommenden Kurven. Da mache ich natürlich etwas langsamer, ne? Ist ja ganz klar. Ihr kennt mich aber auch. Und die Sonne ist jetzt auch so langsam am Untergehen tatsächlich. Die steht zwar noch relativ weit oben im Himmel, aber es ist jetzt schon kurz nach 7 am Abend. Ich würde mal sagen, in den nächsten kommenden 1-2 Stunden schauen wir mal, dass wir irgendwo nächtigen. Wie viel Zeit haben wir denn insgesamt noch? Über 36 Stunden. Ja, das passt doch alles. Können wir auf jeden Fall nochmal irgendwo Hayabubu machen. Ganz entspannt. So, da kommt jetzt aber eine 50er, ne? So, wie es ausschaut. Komisch, Navi sagt immer noch 80, aber ich halte mich hier lieber an die Schilder. Ah, jetzt sagt er 50, okay. Nicht so wie in der letzten Folge, da wurde ich ja, da habe ich 130 Euro bezahlt, Strafe, weil ich vor der roten Ampel stehen geblieben bin. Ja, klingt irgendwie ein bisschen unlogisch, ne? Aber für diejenigen, die die letzte Folge gesehen haben, die wissen auf jeden Fall, was ich meine. Habe ich Strafe zahlen müssen. Und das Spiel hat gedacht, ich wäre über Rot gefahren. Dabei bin ich gar nicht über Rot gefahren. Da bin ich sogar echt noch vor der Haltelinie stehen geblieben. Und dennoch musste ich zahlen. Richtig doof, ne? Aber ich sage euch eins, wenn dieser Brief kommt, ne? Da werde ich definitiv Widerspruch einlegen. Das sage ich euch. Das nehme ich so nicht hin. Das nehme ich so nicht hin, ey. Kurve sieht auch ein wenig schärfer aus hier. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das Licht nicht an. Aber ich sehe doch da unten das Symbol. Also das Licht ist an. Es ist Obst im Haus. Nee, Spaß beiseite. Das Licht ist an. Es sieht nur manchmal irgendwie so verwirrend aus. So, hier wieder auch eine 50er. Ganz klar hier durch die Ortschaft. Das hier sieht sowas von nach Rumänien aus, ey, ich sage euch eins. Ich war ja schon öfter, wie gesagt, in Rumänien. Natürlich auch durch viele solche kleine Ortschaften durchgefahren und es sieht wirklich so aus teilweise dort. Es ist gut gemacht. Ich muss wirklich sagen, es ist super, super gut gemacht.
die Stimmung kommt hier schon sehr, sehr gut rüber. Das finde ich sehr schön. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. So. Jetzt abfahren. Hoppala. Oh Mann. Entschuldigt bitte, ich hoffe, ich habe euch jetzt damit gerade nicht erschrocken. Aber ich konnte mich während dem Lenken jetzt gerade nicht auf stumm schalten. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Das Ganze ist echt ein bisschen doof. Ich hoffe wirklich, dass das Problem mit der Zentrierfeder da sich dann gelöst hat. Mit dem neu installieren. Ich weiß sonst wirklich nicht, was ich machen soll. Also, ich könnte natürlich den PC nochmal komplett neu aufsetzen. Das könnte ich auch machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich darauf gerade echt eher wenig Bock drauf habe. Aber das wäre vielleicht eine Sache, die ich natürlich probieren würde ansonsten. Ich bin mir dann nun nicht sicher, ob ich es dann irgendwie zeitlich schaffe, für Dienstag dann weiter Derail Valley aufzunehmen und hochzuladen. Das Hochladen bei mir ist halt immer so ein Zeitfaktor, dadurch, dass das Hochladen mit meiner Internetleitung dann wirklich teilweise scheiße lang dauert. Was schon echt ärgerlich ist. Ich meine, die 4K-Verarbeitung, das ist dann so eine andere Sache. Da muss der PC dann wenigstens nicht mitlaufen oder so. Dann kann ich den PC ja trotzdem ausmachen. Aber auch die 4K-Verarbeitung dauert dann manchmal irgendwie 4-5 Stunden. Und das Hochladen halt auch nochmal etwa ungefähr so viel. Je nachdem, wie lang das Video ist und wie groß es am Ende dann tatsächlich geworden ist. Ich bin aber im Moment in einem ziemlich guten Schnitt. Die Videos sind knapp über 20 GB groß. Derzeit, wie gesagt, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie groß sind die Videos, wie lang sind die Videos. Es macht auch einen sehr, sehr großen Unterschied, ob ich gerade durch die Nacht fahre oder am Tag. Desto dunkler das Videomaterial ist, desto kleiner ist es auch von der Dateigröße her. Das macht natürlich schon einen gewissen Unterschied. Aber trotzdem kann ich mal mit roundabout 5 Stunden für das Hochladen rechnen. Wobei, ich glaube 5 Stunden ist passt sogar gar nicht. Ich müsste mal gucken, wenn ich dieses Video nachher hochlade, dann versuche ich mal drauf zu achten. Aber YouTube, das Problem so ein bisschen an YouTube ist, wenn man ein Video hochlädt, YouTube sagt nicht von vornherein, okay, jetzt ist das Video um 1% hochgeladen, das dauert jetzt nochmal irgendwie 6 Stunden oder sowas. Die Zeit ändert sich natürlich auch im Laufe des Uploads immer mal wieder, je nachdem, wie gut gerade die Leitung ist im Prinzip. Das ist auch immer unterschiedlich. Den Kreisverkehr an der ersten. Aber ja, ich glaube so, diese roundabout 5 Stunden, glaube ich, pro Video-Upload, das kommt tatsächlich, glaube ich, sogar hin. Jetzt abfahren. Ich habe da schon länger nicht mehr ganz so genau drauf geachtet, weil ich dann meistens im Hintergrund doch nochmal was anderes mache. Entweder lade ich zum Beispiel über Nacht dann die Videos hoch oder wenn sie dann auch am Tag hochladen, dann bin ich ja nicht irgendwie die ganze Zeit am PC oder sowas. Verständlicherweise. Da gucke ich mir lieber Gras beim Wachsen an. Oder zu. Oder wie auch immer. Apropos Gras. Also die Vegetation hier ist auch echt recht dicht, ne? Und es läuft trotzdem richtig schön stabil hier, so mit 92 Frames, 95 Frames, 97 Frames, 98 Frames, wird sogar immer besser. Und das während der Aufnahme, also richtig, richtig schön. Ich bin super happy, wie im Moment das Ganze hier läuft. Derail Valley macht bei mir aber immer noch ab und zu mal Probleme tatsächlich. Also vor allen Dingen, wenn ich zwei Videos hintereinander aufnehme von Derail Valley, dann hat das zweite meistens irgendwie immer mal wieder solche Performance-Probleme. Wir haben übrigens gerade Einkommen bekommen. Einkommen bekommen ist natürlich auch sehr gut gesagt, vor allen Dingen, weil wir draufzahlen mussten. 158 Euro minus. Auch sehr schön, ne? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, auf welcher Höhe, aber die Donau fließt ja auch noch durch Rumänien durch. Und dann gibt es noch einen zweiten Fluss, den ich kenne. Den kenne ich aber auch nur, weil wir dort früher öfter mal fischen waren, angeln waren. Das war der Alt. Auf Rumänisch ist es der Old. Und also tatsächlich im Deutschen Alt geschrieben, so wie Alter, also A-L-T. Und auf Rumänisch war er O-L-D geschrieben, wenn ich mich nicht irre.
Ich habe keine Ahnung, ob wir zufällig einer dieser beiden Flüssen jetzt gerade begegnet sind, weil ich geografisch gerade absolut null Plan habe, wo sich diese Flüsse befinden. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiterfolgen. Ja, gut, klar. Macht irgendwie auch Sinn, ne? Dann machen wir noch wenigstens ein bisschen den Innenraumbeleuchtung an. Wenn wir sie schon gekauft haben und installiert haben, dann machen wir sie natürlich auch mal an und genießen sie ein bisschen. Bis wir uns jetzt gleich schlafen legen. Es ist tatsächlich schon 21.34 Uhr. Die Zeit vergeht teilweise echt fix hier, ey. ,5 Liter Durchschnittsverbrauch im Moment. Ja. Ja, für ein TGX ist das nicht allzu wild. Geht natürlich noch besser. Das muss ich auch sagen. Oh, da vorne ist Blaulicht. Das ist jetzt innerhalb dieses Videos, dass ich mir das zweite Mal stumm schalten musste. Es wird irgendwie immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Kacke, ich habe voll keinen Bock drauf. Ich habe echt keine Lust drauf. Ey, aber wenn es kommt, dann kommt es. Ne? Ich kann es auch nicht verhindern, glaube ich. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da irgendwie großartig vorbeugen sollte. Oh, da hat uns gerade ein VW Corrado geholt. Die Dinger sieht man auch nicht mehr so oft. Ich hoffe sehr, dass das zum Livestream hin dann ja, mehr oder weniger vom Tisch ist. Wie gesagt, ich werde trotzdem wahrscheinlich versuchen, den Livestream einfach zu machen, so gut es halt eben geht. Ich werde mich dann wahrscheinlich, wie gesagt, einfach ein paar Mal stumm schalten müssen. Ich denke, das ist jetzt aber nicht so wild. Und dann mache ich halt den Livestream, solange ich halt eben kann und versuche dann ein bisschen durchzuziehen. Ich habe ja von vornherein gesagt, ich denke mal, dass wir so irgendwie 2-3 Stunden oder sowas spielen werden. Je nachdem, wie es halt auch läuft mit meiner Internetleitung. Ich glaube, davon mache ich gerade das meiste eher abhängig und nicht unbedingt von meiner Gesundheit her tatsächlich. Aber wenn es dann ständig abkacken sollte und den Livestream unterbricht oder wie auch immer, ich glaube, dann ist es nicht arg sinnvoll tatsächlich. Dann ist es eher nervig und nicht besonders schön. Dann macht es natürlich nicht ganz so viel Spaß. So, den nächsten Rastplatz, der dann kommt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Da gehen wir dann gleich pennen. Da den Himmel da vorne an. Einkommen. 750 Euro von Lukas. Na, immerhin. Sehr schön. So, und der Kollege versucht uns jetzt auch schon seit einer Weile zu überholen. Ist lustig, weil es sind angeblich ja irgendwie 100 km/h erlaubt. Ne? Ich habe den Tempomat bei, ich glaube, 83 drin. Ja. Doch, hier im Navi sehen wir es auch nochmal. 83 km/h. Das heißt, der müsste ja eigentlich wahrscheinlich voll im Begrenzer drin sein. Ja gut, jetzt hat er uns natürlich, ist ganz klar. War jetzt aber trotzdem interessant, das Ganze mal irgendwie zu verfolgen, so ein bisschen, was das angeht. Ich hoffe natürlich, dass jetzt demnächst... Oh, Moment, langsamer, 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 langsamer. Was ist hier jetzt wieder los? Ich hoffe jetzt, dass dem jetzt doch mal irgendwie ein Parkplatz kommt oder so. Wenn jetzt nämlich kein Parkplatz mehr kommt bis irgendwie 12 Uhr oder so, dann kann ich schon wieder durch die Nacht fahren. Und dann rentiert sich das fast nicht mehr. Ich könnte ja mal den Maßstab eigentlich ändern hier vom Navi, dann könnte ich ja mal was sehen. Doch, da vorne kommt tatsächlich was. Ja gut, da gehen wir auf jeden Fall dann pennen. Oh Mann, hier ist anscheinend was los mit dem Verkehr, ey. Also richtig Stop-and-Go-Stau oder sowas hat man ja normalerweise in ETS 2 auch nicht unbedingt. Zumindest wird das ja nicht wirklich simuliert tatsächlich. Das kann man
mit Mods natürlich herbeifügen oder mit Konsolenbefehlen oder sowas. Ich muss aber sagen, an einem AI-Traffic, außer dass andere Fahrzeuge hier drin rumfahren oder so, ich habe aber selber am Traffic nichts verändert. Und ich habe im Moment auch keinen Konsolenbefehl dafür laufen, dass irgendwie mehr Traffic unterwegs ist oder so. Deswegen kommt sowas, was wir jetzt gerade hier haben, eher selten vor, tatsächlich. Wir fahren 30 km/h hier auf der Autobahn. Aber es ist gleichbleibend 30, also wirklich schön gleichmäßig. Es ist auch nicht wirklich Stop and Go hier. Es wird ab und zu mal gebremst, wie wir sehen, aber es hält sich alles noch im Rahmen. Keine Ahnung, was hier los ist. Kann mir gut vorstellen, bei der Uhrzeit, da könnte natürlich irgendwo da vorne ein Schwertransporter oder so unterwegs sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Könnte viele Gründe haben. Der Gliederzug da vorne hat echt schöne LEDs an der Seite. Das sieht echt schön aus. Also was haben wir bei unseren Wechselbrücken? Natürlich leider nicht. An 300 Metern kommt der Parkplatz. Au, nein, das ist die... Ist das echt die Grenze? Okay. Oder nächtigen wir an der Grenze, meine Lieben? Glaube ich. Doch, ich glaube, dort gibt es bestimmt auch Parkmöglichkeiten, oder? Hat sich das hier, das deswegen hier alles ein bisschen gestaut. Kannst du mir natürlich ganz gut vorstellen, tatsächlich. Hier, LKW müssen sowieso rüber. LKW hier auf den beiden linken Spuren sind gar nicht erlaubt. Könnte natürlich alles so ein bisschen daher kommen, tatsächlich. Das ist ja cool gewesen jetzt. Ah doch, hier sind auch Parkplätze, sehe ich gerade. Okay. Ich glaube, bevor wir dann... Ja, jetzt muss ich mich echt überraschen. Also ich habe keine Ahnung, ob wir uns jetzt erstmal kontrollieren lassen und dann pennen gehen oder andersrum. Natürlich absolut kein Plan. Aber hier gibt es anscheinend sogar... Ach nee, das ist eine Wiegestation, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als gäbe es hier sogar eine Tankstelle. Die sind irgendwie alle rechts rumgefahren. Das ist so eine Waage, die jede Achse vermisst. Und nicht so eine Wiegeplatte, an der wir das letzte Mal... Oder über die wir das letzte Mal gefahren sind. Gesamtgewicht beträgt 33 Tonnen. Als wir die 1,8 oder 1,9 Tonnen Computerprozessoren geladen hatten, waren wir bei... was waren es nochmal? 22 Tonnen Gesamtgewicht? Oder 25 Tonnen? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ja, da fährt echt einer aus dem Parkplatz raus. Jetzt rechts abbiegen. Ist ja geil. Ja, ja, jetzt rechts abbiegen. Nerv mich nicht. Ich gehe jetzt erstmal pennen, ey. Und zwar ganz genau hier. Genau hier gehe ich jetzt schlafen. Wisst ihr was, ich glaube, ich fahre auf den vorderen Parkplatz. Die stehen nämlich sonst nicht gerade in der Spur. Habe ich gerade ein bisschen vergeigt mit dem Anfahren. Aber ich kann auch hier irgendwie nicht pennen, ne? Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Hier kommt nichts von wegen Motor ausschalten zum Schla... Ah! Langsam! Na! Oh, das ist aber knapp! Das ist ja voll gemein. Komm, verarsch mich jetzt nicht. Ey, wer soll denn so schnell drauf reagieren? Jetzt mal ohne Spaß. Da. Das ist ja gemein. Jetzt mal ohne Spaß, ey.
Feststellbremse habe ich drin. Den Gang muss ich noch ausmachen. Und natürlich noch kurz das Fenster zu. So, und dann legen wir uns da gleich mal in die Koje. Ah, so, 0.22 Uhr. Ey, jetzt habe ich echt noch so lange gebraucht. So viel zum Thema, wir gehen dann gleich in einer Stunde oder zwei gehen wir dann schlafen, blablabla hin und her. Sind ja noch irgendwie 4 Stunden vergangen, bis ich dazu gekommen bin. Wie schnell die Zeit auf der Autobahn dann plötzlich vergeht. Ach du Scheiße, ist das hell. Ja, meine Lieben. Scheint wohl so, als wären wir jetzt direkt am Grenzübergang, genau, nach Ungarn. Wir haben auf jeden Fall nochmal eine Kontrolle vor uns. Ja, dann fahren wir doch mal direkt da durch. Bin mal gespannt, noch 348 Kilometer. Vielleicht kriegen wir das sogar noch hin. Wir sind ja bei 30 Minuten jetzt. Ah, dann machen wir direkt mal wieder die Fenster auf, damit es hier mal kurz durchzieht ein bisschen. So. Also, Grumpy. Gut geschlafen? Ich denke schon, ja. Ne? Wilson, du auch? Ja, die sind heute wieder ein bisschen scheu. Also, ich weiß auch nicht. Die mögen das nicht besonders, wenn ich hier in der Aufnahme bin. Ah, machen wir weiter hier. Jetzt gerade wieder geruckelt, weil er gerade wieder Autosave gemacht hat. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich kann hier auch auf die linke Seite, oder? Ja, doch. Mehrere Einfahrbahnen hier. Oder? Doch. Ja, doch. Lorries. Alles klärchen. Sie auf, das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe nur, dass sie natürlich auch oben bleibt, bis ich hier durchgefahren bin. So, und hier wollen sie jetzt Passport und Papiere und so weiter, Dokumente. Lassen wir uns natürlich gerne kontrollieren hier. Seht ihr, dadurch, dass ich jetzt so spät in der Nacht schlafen gegangen bin, jetzt ist schon wieder 10:45. Der halbe Vormittag, der ganze Vormittag, der ist einfach weg. Er ist einfach weg. Ohne den Minatia. Das war sauschlecht. Wirklich super schlecht. Ja, ist egal. Komm. Oh Gott, ist das lange, lange her. Meine Fresse. Eigentlich reicht auch die kurz vorm Bune und dann ist gut. So von wegen guten Tag halt eben. Bune und dann fertig. Da habe ich auch wieder gemerkt, wie lange es tatsächlich bei mir schon wieder her ist. Eieieiei. So, meine Lieben, wir sind in Ungarn. Mal gucken, was uns hier so alles erwarten wird. Jetzt machen wir mal die Fenster ein bisschen zu hier. So, das lasse ich im Spalt offen und rechts mache ich ganz zu. Da sind sie schon wieder echt lahmarschig unterwegs hier, oder? So langsam unterwegs sind. Wir sind auf einer Autobahn. Zumindest sieht das nach Autobahn aus. Aber die schleichen hier mit, keine Ahnung, 30 entlang, 40 vielleicht. Was ist mit denen los? Guckt euch das mal an, auch auf der Gegenfahrbahn. Das ist ja komisch. Hätten die vor irgendetwas Angst. Oh, jetzt geben sie wieder Gas, oder was? Oh. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, auf dem Navi war keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur jetzt gerade vor ganz kurzem ist die 80 aufgeploppt. Lag es wohl daran irgendwie. Sie wussten nicht, wie schnell sie fahren dürfen. Hat er echt rechts wieder vorbeigezogen da. Ich hasse sowas. Sowas mag ich ja echt gar nicht gerne. Naja. Oh Mann, der Wind bläst hier aber rein, ne? Ja.
macht es auch irgendwie nicht besser. Der Sound von diesem LKW, der ist super, super basslastig. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, ich habe letztens von mir selber ein Video abspielen lassen auf dem Handy, während ich nebenbei irgendwas gemacht habe. Und ich habe gemerkt, du hörst den LKW. Wenn du über Handy guckst, dann hörst du den LKW-Sound so gut wie gar nicht. Ich sag euch eins, Freunde, er ist super, super leise. Also wirklich sehr, sehr leise. Er ist super, super basslastig. Ist irgendwie ein komischer Sound. Definitiv. Da hatte ich, was den Sound betrifft, mit dem Arctros, mit dem MP2, definitiv ein bisschen mehr Spaß gehabt. Der hat so richtig schön geknattert und gerattert. Aber der MAN hier, der ist halt einfach, sehr, 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 sehr leise. Sehr, sehr stealthy unterwegs hier. Vor allen Dingen auch mit der schwarzen Lackierung. Das passt ja wenigstens ganz gut, aber ja. Ist schon ein bisschen schade. Ich hoffe natürlich, dass ihr, je nachdem wie ihr jetzt das Video guckt, egal ob es jetzt irgendwie am PC ist oder mit dem Handy oder so, dass euch das nicht zu sehr stört, dass ihr den LKW kaum hört. Ich denke mal, dass man wohl das beste Ergebnis hat, wenn man hier mit Kopfhörern vielleicht zuhört. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dann bekommt man wahrscheinlich am meisten von dem Sound tatsächlich mit. Ansonsten ist das wahrscheinlich sonst wirklich sehr, sehr lahm. Kann ich aber natürlich auch nachvollziehen. Definitiv würde mich selber tatsächlich auch echt stören. Da steht die Polizei. Okay. Was ich mich jetzt gerade frage, weil ich das natürlich mal wieder nicht weiß, ob in diesem Land Abblendlichtpflicht an Tag gilt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht so wirklich sagen. Aber es sieht so aus, als hätte die KI... Ich glaube, die haben alle Lichter, ne? Da machen wir es auch an, bevor wir hier schon wieder Strafe zahlen. Aber ganz klar, darauf habe ich nämlich absolut keinen Bock. Ich habe ja erst vor kurzem erzählt, dass ich ja in der letzten Folge schon 130 Euro schon wieder bezahlt habe. Obwohl ich stehen geblieben bin an der roten Ampel, haben sie mich trotzdem erwischt. Weil was auch immer ich für ein Vergehen ich da gemacht habe, was weiß ich, keine Ahnung. Eigentlich ja gar keins, aber ist in Ordnung. LKW-Fahrer, wir kommen für alles auf. Müssen wir ja. Wir haben nur noch 240 Kilometer, also es sieht wohl so aus, als würden wir es tatsächlich sogar noch in dieser Folge schaffen. Damit habe ich jetzt am Anfang der Folge tatsächlich nicht mehr gerechnet gehabt. Aber das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wenn wir weiterhin so gut durchkommen, dann haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit, um die nächste Tour mit rauszusuchen und eventuell uns auch gleich die Streckenführung für die neue Route anzugucken. Wilson ist auf jeden Fall voll dafür. Stimmt auf jeden Fall zu, das ist sehr schön. Also laut dem Wimpel an der Windschutzscheibe war das jetzt eine ziemlich scharfe Kurve, ne? Ah, Leute, was mir gerade einfällt. Es ist gerade ein Video am Hochladen und zwar wieder mit meiner Ladereihenfolge vom Mod Manager mit der 1.49. Und mit der ProMods 2.68. Also für diejenigen, die das interessiert, wie das mit der Ladereihenfolge ist und so, die können sich gerne das Video natürlich anschauen. Ich muss euch aber kurz vorwarnen, das Video ist mal wieder länger geworden, als ich dachte. Ich wollte es relativ kurz halten, habe aber dann natürlich wieder jede Datei erwähnt und über jeden Mod gesprochen und tralala und den und der. Und zack, ist das Video eine Dreiviertelstunde lang. Dazu erst einmal auf jeden Fall Entschuldigung, aber es ist gerade im Upload. Ich werde es am Montag hochladen und dann um 12 Uhr veröffentlichen und dieses Video wird dann am Montag um 16 Uhr online gehen. Wie gesagt, falls ihr das nicht mitbekommen habt, dass ich das Video hochgeladen habe und falls es euch interessiert, wie gesagt, nur als kleine Info, das Video ist da. Es wird natürlich nicht mit in die Playlist dieses Let's Plays hier gehen, aber
aber wenn ihr dann auf dem Kanal geht, einfach in einem Tab von Videos, da wird es dann auf jeden Fall relativ weit oben angezeigt werden. Das ist ja natürlich in der Reihenfolge, wie ich die Videos halt eben veröffentlicht habe. Von dem her solltet ihr es auf jeden Fall in der Nähe dieses Videos finden. Definitiv. Ja. Und in dem Video zeige ich halt, wie gesagt, meinen Mod-Manager. Von unten angefangen bis nach oben hin mit der Reihenfolge, falls ihr auch mit den Mods spielen wollt, wie ich es mache. Ach, Kreditraten schon wieder abgezogen. Boah, wir verlieren am Tag echt mehr Kohle, als wir im Moment einnehmen, ne? Selbst mit unseren angestellten Fahrern. Es sei denn, Miroslav haut vielleicht nochmal was raus. Der hat letztens auch wieder 2800 Euro eingenommen. Da würden wir gerade auf null rauskommen. Zumindest was das angeht. Auch mit dieser Tour. Wir verdienen mit dieser Tour keine 1000 Euro. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Okay, aber laut dem Schild gehen beide Spuren. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Es sind ja auch beide Spuren. Warum soll ich denn hier... Ach du Scheiße, ist das eine Bodenwelle gewesen? Ja, jetzt habe ich mich vom Navi echt ein bisschen... Ach, halt, nee, falsch. Ah. Alles gut. Alles gut. Nur eins nach dem anderen. Mach langsam, Uwe. Alles jetzt wird gut. Links abfahren. Ja, das mache ich, sobald ich kann. Oh, ich sollte jetzt auf dem Gas stehen. Oh, 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 oh. Ich habe mich nicht mal getraut, mehr da hinzugucken. Oh, das war jetzt doch ein bisschen fies. Das war tatsächlich ein bisschen fies. Ja, ist ja noch mal gut gegangen. So. Auch die Straßen bisher sahen jetzt hier in Ungarn irgendwie sehr, sehr vanillamäßig aus. Also nicht mit anderen Texturen oder so. Das hat mich sehr, sehr stark an das Standardspiel oder an die Standard-Map erinnert so ein bisschen. Das waren auf jeden Fall noch relativ alte Texturen. Ich bin mal gespannt, ob da SCS-Software, auch was das angeht, vielleicht nochmal ein bisschen nachlegen wird mit höher skalierten Texturen und so. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Definitiv. Da gibt es sowieso noch so einige Sachen. Ich habe auch letztens das Thema erwähnt mit den alten LKWs. Auch hier jetzt der Euro 5 MAN, der alte von SCS-Software. Dass die alten LKWs nochmal ein bisschen Liebe bekommen, neue Texturen, ein bisschen remodelt werden und so. Gerade auch der alte Iveco, der alte Renault Premium und der alte Magnum auch, natürlich, klar. Ich bin mir ziemlich sicher, der FH3 Volvo, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so schön aussehen. Ich bin schon Ewigkeiten lang nicht mehr gefahren und ich bin drauf und dran, dass vielleicht der FH3 unser nächster LKW sein wird, als Sattelzug. In Kombination mit einem B-Double kann ich mir den Volvo tatsächlich auch optisch sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe tatsächlich an den gedacht oder eventuell an den TGA, aber wir fahren ja jetzt gerade in MAN. Das heißt, MAN wird jetzt auf jeden Fall nicht die nächste Marke sein. Ich habe natürlich auch enorm Bock auf den Magnum Integrale. Wir haben aber, ja, ist auch schon wieder länger her, aber wir hatten ja auch schon einen Magnum. Und zwar den von Nox. Wir sollten jetzt vielleicht mal ein bisschen was fahren, was wir schon wirklich lange nicht mehr gefahren sind. Und da fällt mir jetzt gerade wirklich der Volvo halt eben ein. XF 105 von DAF wäre ansonsten auch nochmal so eine Wahl. Oder vielleicht den 106er sogar. Ich weiß, der XG wurde sich auch schon gewünscht bei mir. Der wird natürlich auch irgendwann mal an der Reihe sein hier. Das kann ich schon mal versprechen. Ich weiß halt nur nicht, wann es vorkommt. Was ich so ein bisschen mit einem Problem habe, ist, dass wir, seitdem wir hier tatsächlich selbstständige LKW-Fahrer sind, wir hatten schon zwei DAF 95 ATI. Daher möchte ich jetzt nicht sofort wieder auf den DAF springen. Eigentlich kann es mir auch wirklich scheißegal sein. Aber ich möchte natürlich jeden irgendwie so ein bisschen Abwechslung bieten. Ey, guck mal, vielleicht fährt er sogar an dasselbe Ziel wie wir. Hier mit seinem McDonalds-LKW. Auf jeden Fall auch echt schön aus, das Ding. Guck
übrigens die Statue von dem Adler hier. An den sind wir in echt natürlich auch immer dran vorbeigefahren und ich finde das unglaublich schön. Wir haben den meistens erwischt in der Nacht und der ist, wenn es noch so ist, also damals war das so, dass er so leicht grünlich beleuchtet ist in der Nacht. Und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Haben sie hier auf jeden Fall auch sehr gut getroffen. Natürlich ist das in echt nochmal ein bisschen weiter, noch ein bisschen weitläufiger das Ganze, nicht ganz so nah an der Autobahn. Aber kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade ein bisschen irre, weil ich bin auch schon lange, lange nicht mehr da gewesen. Wie gesagt, das letzte Mal Rumänien bei mir, das war, ich glaube, 2008. Das ist natürlich schon wieder lange her, ne? So, hier haben wir jetzt doch wieder eine 70er. Oh, wir haben auch nur 70 Kilometer. Cool. Da sind wir gleich da. Sehr schön. Langsamer kommen. Direkt neben uns ist die. Ach ne, es ist wieder 80. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir die Tour doch relativ fix jetzt doch hier irgendwie hinkriegen in dieser Folge. Ich habe gedacht, es würde sich vielleicht sogar echt noch ein bisschen mehr ziehen hier. Ich meine, wir hatten ja irgendwie knapp 700 Kilometer oder so noch vor uns gehabt am Anfang. Also von dem her ist es doch ganz gut gelaufen hier. Sehr schön. Jetzt guckt euch das doch mal an da drüben. Ne? Der Wind, der muss ja echt richtig gut pfeifen hier. So schnell, wie sich die Dinger da drehen. Kein Wunder, dass wir so viel Sprit verbrauchen auf 100 Kilometer. Wir fahren hier voll gegen den Wind. Mit 34,9 Litern. Ich fahre aber auch gerade keine 80 mehr, sehe ich gerade. Aber voll auf dem Gas, ne? Also da merkt man dann doch 480 PS hier bei dem MAN, bei gerade mal 10 Tonnen Beladung, da schwächelt er schon ein bisschen. Hat er jetzt auch gerade nochmal runtergeschalten hier. Dann geht es ja, aber trotzdem. Für die, die vielleicht mich noch nicht so gut kennen und dieses Let's Play vielleicht erst jetzt mit eingeschalten haben oder so, ich fahre auch ganz gerne mal LKWs, die nicht super mäßig fett motorisiert sind. Also bei mir gibt es keine Motor-Tuning-Mods oder sowas. Hier gibt es keine LKWs mit irgendwie 2500 PS oder so ein Scheiß. Ich fahre auch ganz, ganz gerne mal LKWs, die ja, halt einfach realistisch sind. Ich bin auch in echt LKW-Fahrer und von dem her weiß ich das so ein bisschen zu schätzen, sage ich mal. Und nehme das Ganze vielleicht ein bisschen anders wahr als andere. Ich weiß, es gibt zum Beispiel auch Mods mit irgendwelchen Tuning-Felgen für einen LKW und so ein Schwachsinn. Davon bin ich auch kein Fan. Also, rechts abfahren. Ja, und genauso wenig wie bei den Motor-Tuning-Gedöns zum Beispiel. Ich weiß auf jeden Fall, ein Freund von mir, der fährt ganz gerne mit so Chip-Tuning-Dinger. Gibt es ja auch, ist ja vollkommen in Ordnung. Jeder kann spielen, wie er will. Ich bin aber zum Beispiel kein Fan davon, wenn man in einem Renault T oder so einen 880 PS Motor drin hatte. Ich mag es dann doch eher auf der, ich sag jetzt mal, super realistischen Seite oder so. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen kleinlich. Aber ja, ich mag es so halt einfach ein bisschen. Ich mag es ja auch einfach ein bisschen gediegener. Ich habe da nichts dagegen, wenn der LKW mal ein bisschen struggelt, wenn es mal bergauf geht. Da bekommt man doch auch ein bisschen mehr dafür das Gefühl, dass man auch wirklich einen LKW fährt und kein Rennauto. Ansonsten spiele ich halt was anderes, wie zum Beispiel Assetto Corsa oder sowas. So, meine lieben Freunde, da vorne haben wir das Restaurant zum Goldenen M. Rechts fahren, dann rechts abbiegen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht mit dem Rangieren. Muss ich hier rechts rein? Jetzt rechts abbiegen. Sieht fast so aus, oder? Oh ja, okay. Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Sieht nicht so aus, als hätte man da viel Platz tatsächlich. Ist halt tatsächlich eine ganz normale McDonald's-Filiale. Das ist ja also keine, weiß ich nicht, Riesenlager oder sowas von McDonald's. Das hier ist wirklich eine ganz normale Filiale. Das ist sehr, sehr geil.
Das finde ich toll. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es gleich mit dem Rangieren sein wird, wo das Zeug denn hin soll. Oh, das habe ich irgendwie als Bodenwelle nicht wirklich wahrgenommen hier. Ach. Ja, hier ist nichts mit Rangieren. Ja, gut, okay. Ja, dann ist das halt so. Macht aber vielleicht sogar ein bisschen Sinn hier auf dem Parkplatz, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben hier einen Planaufbau, da können wir die Seiten aufmachen. Ein bisschen rangieren werde ich wahrscheinlich trotzdem müssen. So wird die Markierung auf jeden Fall nicht grün werden. Entschuldigt bitte. So. Bin mal gespannt, wie ich hier wieder rauskomme. Das wird wahrscheinlich eher das Problem sein hier. Huch, falsch rumgelenkt. So, manchmal wünschte ich mir, ich könnte noch ein bisschen mehr reinzoomen tatsächlich, aber naja, muss man nehmen, was man kriegen kann. Und froh sein über das, was man hat. Ja, dann passt das sogar schon so. Ja, okay, ich habe gedacht, hier müssen wir jetzt uns irgendwie wieder quälen mit dem Rangieren oder so. Ist aber jetzt tatsächlich doch nicht so der Fall. Ich meine, an diesem Fall hier muss ich tatsächlich sagen, kann ich sogar verstehen. Das ist sogar echt realistisch gemacht. Ich weiß natürlich, hier hinten zum Beispiel hätte man wahrscheinlich sonst eine Möglichkeit machen können zum Entladen. Da ist aber die Ausfahrt von einem Drive-In. Also von dem her, doch, ist cool gemacht hier. Finde ich cool. Auch wenn es jetzt natürlich nicht viel zum Rangieren gab, aber ich finde es trotzdem cool. Ist realistisch gemacht. Ist auf jeden Fall mal realistischer als mit einem Tankaufflieger irgendwo rückwärts an die Rampe fahren, ne? Was wir jetzt natürlich auch schon ein paar Mal erlebt haben. So, mal gucken, ob McDonald's zufällig noch was anderes für uns hat. Ich glaube aber wahrscheinlich nicht. Das war mir schon fast klar. Frachtmarkt. Komm, was gibt's denn sonst so hier in Raab? Nichts! Doch. Okay. Ich war jetzt gerade. Ach, guck mal, hier geht was nach Klagenfurt. Ich habe ja gesagt, mit dem MAN will ich mal gucken, dass ich vielleicht tatsächlich hier so in diesem deutschsprachigen Raum bleibe. Vielleicht sogar irgendwie mal in Italien ein bisschen befahre. Wir waren in Italien noch nicht wirklich viel tatsächlich. Wir hätten hier Travemünde, das ist eine relativ lange Tour. Brot, da waren wir sogar erst. Pola in Kroatien. Warschau in der Ukraine. Das ist jetzt hier mit den English City Names natürlich ganz schlecht. Halle hätten wir hier. Wien. Das wäre vielleicht was Interessantes. Für gerade mal 200 Euro. Neusatz in Serbien. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Graz hätten wir hier. Nizza. Wien, Marburg in Slowenien. Virovitica. Auch in Kroatien. Hier bei Audi könnten wir leere Paletten holen. Auch Ukraine. Ah, das ist doof. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie die Datei für die English City Names mal herbekomme. Das ist jetzt natürlich echt ein bisschen doof. 1,21 Euro bekommen wir hier pro Kilometer für diese Tour. Das sind schon wieder Computerprozessoren. Ich habe keinen Bock, schon wieder Computerprozessoren zu fahren, Leute. So, Travemünde. Das wäre wenigstens mal ein Taui für die Tour. Das sind aber auch 1000 Kilometer. Direkt in den Norden von Deutschland. Hätten wir sonst, was ist denn die nächste Halle? Oder Wien. Ja, komm, dann fahren wir halt mal nach Wien. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht was anderes finden. Es sind schon wieder nur 208 Euro, ne? Nee, Moment. Ich habe gesagt, ich muss auf das Geld achten. Ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das sind 500, knapp 600 Kilometer für 700 Euro. Die lukrativsten Jobs sind halt wirklich auf dieser Seite. Wir haben gerade mal 4 Jobs, die über 1 Euro pro Kilometer bringen. Da wäre Travemünde. Ja,
Ja, komm, dann holen wir halt die Computerprozessoren. Oh Mann. Das ist ja doof. Was jetzt halt auch richtig, richtig doof ist, ist, dass wir hier nicht wenden können, ne? Ich muss rückwärts auf diese Kreuzung rausfahren. Ich habe hier tatsächlich keine andere Möglichkeit. Die Zielführung wurde gestartet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz da vorne ist, ob ich vielleicht... ich steige vielleicht mal aus, guck es mir mal an. Ich bin ein bisschen groß gewachsen heute. Ach nee, hier stehen auch noch geparkte Autos. Ich habe gedacht, hier wäre vielleicht sowas wie ein Parkverbot oder so. Nee, ich muss hier rückwärts raus, ne? Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, ob hier tatsächlich genug Platz wäre zum Wenden. Ich meine, ich habe natürlich noch die Liftachse mit dem Mitgelenken, aber... Nee, ich würde sagen, das riskiere ich gar nicht. Da fahre ich lieber rückwärts raus. Wäre natürlich jetzt schön, wenn ich irgendwie eine Art Einweiser hätte oder so, aber die habe ich leider nicht. Oder den habe ich leider nicht. Das kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Muss ich nur so ein bisschen die Ampel mit im Auge behalten, aber ich hoffe, das wird funktionieren. Mit Einweiser wäre das natürlich trotzdem ein bisschen entspannter, sage ich mal. Das auf jeden Fall mal. Naja, gut, dann haben wir doch wenigstens ein bisschen Rangier-Action hier in dieser Folge. Immerhin etwas. Warnblinker läuft, ja, sehr schön. Mal schauen, ob ich das hier überhaupt hinkriege heute. Nur langsam machen. Bloß nicht zu eilig. Aufpassen hier, nichts kaputt machen. Der Rest erklärt sich dann von selbst. Ich hoffe natürlich, dass jetzt hier nicht unbedingt jemand rein will, tatsächlich. Weil ich ja jetzt mehr oder weniger hier auf der Mitte der Spur unterwegs... Oh Mann, die Ampel ist jetzt gerade grün. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das schaffe ich nicht. Ich muss nochmal hier noch vorwärts korrigieren, ey. Ja gut, werden wir nochmal anhalten. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich muss sowieso mal kurz auf den Navi gucken, wie rum wir überhaupt raus müssen. Darauf habe ich nämlich überhaupt nicht geachtet gerade. Okay, also in diese Richtung weiter runter. Das heißt, ich drücke den Anhänger dann mal nach rechts auf jeden Fall. So, jetzt wird die Ampel wieder grün. Jetzt muss ich raus. Ich hoffe, die KI hat hier Verständnis für. Ich habe eigentlich gesagt, ich drücke den Anhänger nach rechts, aber das klappt gerade nicht ganz so gut. Moment, Lisa, gib mir mal ganz... Oh, die fahren einfach weiter, die halten ja gar nicht an. Oh, ihr seid ja verrückt, ihr. Oh Mann, Gott sei Dank muss ich nicht noch weiter drücken. Aber das hat mich jetzt zum Ende hin ein bisschen zu sehr gestresst. Na gut, so ist das aber manchmal. Natürlich, wenn ihr in echt in so einer Situation seid und ihr habt keine Leute da, die euch irgendwie einweisen und beziehungsweise nur absichern. Es geht eigentlich nur um die Absicherung. Es muss nicht unbedingt das Einweisen sein. Da ist das Absichern eher wichtiger tatsächlich. Wenn ihr da keinen habt, was ihr machen könnt, ist bei der örtlichen Polizei anzurufen. Nicht die Notrufnummer, sondern wirklich bei der örtlichen Polizei. Oh Mann, jetzt wird die Ampel auch noch rot. Ich habe mich echt spät dazu entschieden, hier wechseln zu wollen, die Spur. Ich weiß, ein Kollege von mir, was heißt Kollege, ich habe mit dem eigentlich schon seit Jahren keinen Kontakt mehr. Der hat auch vor mir die Ausbildung tatsächlich beendet gehabt und der hatte in Hamburg mal den Fall, der ist damals Maschinentransport gefahren, der hatte einen speziellen Tieflader gehabt mit zwei Lenkachsen und der war auch, ich sag jetzt mal, relativ frisch dabei. Das war vielleicht ein Jahr nach seiner Ausbildung oder so
Und er hatte in Hamburg halt einen Kunden, da ging es die Straße rein, aber dann nehme ich nicht mehr raus. Und da hat er halt auch das Problem gehabt. Er hat keinen gefunden, der für ihn abgesichert hat und das alles. Und dann natürlich hat er bei der örtlichen Polizei in Hamburg angerufen und hat gefragt, ob sie jemanden vorbeischicken könnten, der ihn halt dort und dort mal kurz behilflich wird. Und tatsächlich, sie kamen dann und haben die vierspurige Straße abgesperrt für ihn. Oder mal kurz halt, wie gesagt, abgesichert, dass er halt mal eben rückwärts wieder aus dieser Straße rauskam. Natürlich wäre das schön, wenn man jetzt hier in hier ETS2 vielleicht etwas Ähnliches machen könnte, aber es ist ETS2, was soll man machen? Es ist, wie es ist. Nur jetzt zum Ende hin wollte ich echt ein bisschen zu schnell machen und ich wollte ja, anfangs war der Plan, den Anhänger ja wirklich auf die rechte Seite zu drücken, also in die andere Richtung der Kreuzung. Hab mich dann aber, als ich dann die ersten KI-Fahrzeuge im Spiegel gesehen habe, die da einfach durchfahren, habe ich mich irgendwie nicht mehr so richtig getraut und das hat mich dann ein bisschen zu arg gestresst und dann habe ich ihn einfach nur noch nach hinten schieben wollen und drücken wollen. Und naja, es hat ja jetzt letzten Endes, hat es ja geklappt. Aber trotzdem, schön war es nicht, schön war es nicht. Aber wie gesagt, solange nichts kaputt gegangen ist, niemand zu Schaden gekommen ist, ist auch alles gut. Definitiv. So, ich hoffe, der Auftrag, der ist dann gleich auf jeden Fall noch verfügbar. Ich habe nämlich nicht geguckt, wie viel Restzeit dieser Auftrag noch hatte. Ja, jetzt sind es halt leider wieder Computerprozessoren. Oh, das ist echt ein bisschen doof. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ich meine, klar, wir sehen von der Ladung natürlich sowieso nicht viel hier mit dem Aufbau. Das ist mir auch bewusst. Eigentlich könnte es mir auch echt egal sein. Ich muss halt wirklich nur so ein bisschen auf die Kohle achten. Auch wenn es eigentlich tatsächlich so gut wie keinen Unterschied macht. Weil ich fahre jetzt 1000 Kilometer bis nach Travemünde hoch. Jetzt und habe damit auch nicht wirklich viel mehr gewonnen, wie wenn ich jetzt die Tour nach Klagenfurt angenommen hätte, tatsächlich. Ja, weil bis nach Travemünde vergehen natürlich auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Tage. Wo ist denn jetzt hier die Firma? Direkt da vorne? Ach so, nee, ich muss hier rein, gell? Nach rechts. 200 Metern ja. Rechts abbiegen. Hier vorne ist wohl eine Agentur für Arbeit, so wie es ausschaut. Jetzt rechts abbiegen. Hier geht's aber steiler hoch. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Boah, hier geht's aber richtig hoch. Muss ich mal kurz hier auf der Straße stehen bleiben, das tut mir echt leid für die anderen. Ich hoffe auch, dass das vielleicht irgendwann mal ein bisschen anders. Ach nee, hab ich. Oh. Vergesst, was ich vorher gesagt habe. Wir fahren nach Klagenfurt. Ups. Voll verpeilt, ey. Aber voll verpeilt. Ah ja, okay. Auch nicht schlecht. Ey, jetzt haben wir die Agentur für Arbeit hier nicht mit aufgedeckt, ne? Das ist ja auch doof. Jetzt sind wir schon hier hinten im Eck. Jetzt wurde es nicht entdeckt. So, und welche Rampe sollen wir denn fahren hier? Und dieses Mal tatsächlich nicht gleich die erste. Stehen hier irgendwo Auflieger mit? Na gut, auf der anderen Seite, na gut. Okay, dann ist auch das hier wenigstens relativ easy. Ach, guck mal, wie schön kurz der Auflieger ist. Das ist ja süß. Das Blöde natürlich für diese Rampe ist, dass ich so ein bisschen... Ja, wobei... Schärf rum hier. Ja doch, ich muss mehr über den rechten Spiegel fahren als alles andere. Ja gut, okay. Ist halt so. Kann man machen, nix. So, Warnblinklicht an. So, dann einmal hier rum. Oh, das war schon wieder zu viel jetzt, oder? Ah ne, okay. Alles gut. Dann spare ich mir wenigstens doch das bisschen mit dem rechten Spiegel. Ihr wisst ja, ich fahre nicht so gerne über den rechten Spiegel. Ich glaube, das machen tatsächlich nicht allzu viele ganz, ganz gerne. Das korrigiere ich nochmal, da will ich ein bisschen schöner drin stehen.
Dann nehme ich mir jetzt die Zeit, auch wenn wir schon bei einer Stunde 5 gleich sind. Aber die Zeit habe ich noch. Und danach gucken wir uns noch die Streckenführung an und dann mache ich den Cut. Was heißt Cut? Ich mache ja gar keinen Cut. Ich beende dann die Aufnahme. Wo will denn jetzt der Anhänger hin, sag mal? Oder hätte ich mir das jetzt echt sparen können, oder? Nö, das gefällt mir nicht. Verdammte Axt. So. Einfach nur gerade halten. Mehr muss ich doch gar nicht machen. Ecke an Ecke. So schwer ist es auch nicht. Schon ein paar hundert Mal gemacht irgendwie in echt und so und trotzdem kann ich das irgendwie nicht. Oh Mann. So, meine Lieben. Taste 0. Ist bei mir tatsächlich gar nicht die Taste 0, aber ist ja auch egal. Eingabe. Das ist tatsächlich Eingabe, das stimmt tatsächlich. Dann lassen wir uns das Zeug mal laden. Oh Mann, wir haben schon wieder Nachmittag. Das heißt, wir können dann irgendwann am Anfang der nächsten Folge schon wieder irgendwo schlafen gehen. Habe ich echt so lange gebraucht? Heide Witzka, ist das schlimm mit mir. So, meine lieben Freunde, wir haben 329 Kilometer vor uns. Wir fahren Richtung das hier. Ich traue mich nicht, das auszusprechen. Hier, das da kann ich. Schimek, das kann ich. Schimek, das kann ich. Also wir fahren Raab hier runter. Haben wir hier zufällig... Ja, den Punkt haben wir jetzt tatsächlich nicht mitgenommen, ne? Ich glaube, den werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Also ich würde ihn gerne mitnehmen, wenn ich schon hier in der Gegend bin. Ach, guck mal, hier in Budapest hätten wir sogar eine Fototrophäe gehabt. Naja, egal. Genau, Schimek vorbei, dann hier zwischendurch, dann fahren wir hier über die Grenze nach Österreich, kommen an Graz vorbei und dann haben wir hier schon Klagenfurt am Wörthersee. Hier gibt es sogar ein Obi, hier waren wir anscheinend schon mal. Ich glaube, hier sind wir tatsächlich mal irgendwie eine Umleitung durchgefahren, ne? Ich kann mich daran erinnern, hier gab es irgendwo mal eine Umleitung oder so und wir sind deswegen hier runtergefahren, glaube ich. Aber angeblich waren wir tatsächlich auch hier bei Fiege. Ja, aber ist ja auch egal, ist ja wurscht, ist schon lange her. So, und dann laden wir hier bei, was ist das, Kathode? Oder K.A.T. Hode? Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Ich kenne die Firma nicht. Ja, meine lieben Freunde, also keine allzu komplizierte Route tatsächlich. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vielen, vielen lieben Dank mal wieder für eure Zeit und fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, für alle, die dann am Freitag, den 8. März, auch Zeit und Lust haben, ich werde den Livestream höchstwahrscheinlich so gegen 18, vielleicht 19 Uhr starten. Ich lasse im Community-Tab auf jeden Fall nochmal genaue Infos da. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich würde mich freuen. Dann aufs nächste Mal. Habt einen guten Start in die neue Woche. Tschüsschen.